Regenwetter hier an der alten Festung und das heißt im Idealfall, dass wir hier bei dem Regenwetter auch noch Aale fangen können oder halt die Quappen. So, raus direkt wieder mit der Route. Ich stehe hier an einem der klassischen Spots an der alten Festung für Aal. Wir haben es relativ kühl. Es ist, ja, die frühen Abendstunden oder gerade mal Nacht jetzt. Und ich teste hier einfach mal wieder, ob der Aal reinballert. Also, Koordinaten hier auf 35, 58 und 8 Meter, 9 Meter geklippt, quasi genau an der Kante hier von dem Grün, von der Entengrütze zu dem freien Wasser. Und dann gucken wir mal, ob hier noch was reingeht. Erster Fisch, die Quappe. Naja, vielleicht wird die Quappe auch noch ein bisschen länger und zu einem Aal. Und es wird weiter gezubbelt. Guckt dir das an. Quasi im Stundentakt. Aber auch das scheint jetzt vom Verhalten eher eine Quappe zu sein. Erst ein bisschen das Rumgespiele. Und jetzt kommt der Biss. Und da geht aber auch direkt der nächste rein. Na guck. Na guck. Und was haben wir hier? Ja, eine gar nicht mal so kleine. 3 Kilo Quappe. Schadet nicht. Ja, genau das. Dieses Rumgezupfel. Immer wieder zuppel, zuppel, zuppel. Genau dieses Bissverhalten. Das ist häufig für die Quappen der Fall. Und beim Aal hat man in der Regel den Biss und dann direkt das Abziehen. Ohne langes Theater, ohne langes Gezubbel. Ja, aber die Quappen nehmen wir auch gerne mit. Gar nicht schlecht. Also, jetzt hier in den paar Minuten schon 3 ganz gute Quappen. Vielleicht, ja, die Nacht ist ja noch jung, geht noch ein bisschen mehr. Und da zuppelt es tatsächlich noch einmal hier in den Morgenstunden. Aber auch das höchstwahrscheinlich wieder eine Quappe, oder? Ja, damit haben wir hier alle Routen erfolgreich mit Quappen belegt sozusagen. Überall war jetzt mal die Quappe dran. Eine kleine war auch noch zwischendurch dran. Also, die Quappe ist da. Aber leider kein Aal. Hat aufgehört zu regnen. Wir haben jetzt immerhin, ja, gleich 6 Uhr. So 1-2 Stunden werde ich hier noch warten. Und wenn da nichts reingeht, naja, dann müssen wir wohl mal woanders nach dem Aal suchen. Ja, 6 Uhr durch. Und dann wird nochmal. Einer möchte noch unbedingt raus. Alles hier, wie gesagt, die ganze Zeit schön auf. Zack. Eieiei. Alles hier schön auf. Och, guck mal, doch noch ein Aal, oder was? Der 6 Uhr morgens Aal. Er hatte doch noch mal Bock. Und ich wollte schon gerade sagen, alles hier schön auf Fischfetzen. Wollen heute hier nur die Quappen, oder was? Nö, 2 Kilo Aal, schönes Dingen, nehme ich doch mit. Und ich habe vorhin auch gedacht, na, bauchst du heute mal ein bisschen feiner zusammen. Und ich habe tatsächlich nur die eine Route ein bisschen feiner zusammengebaut. Wir gucken uns das gleich noch mal eben kurz an hier vom Setup. Ja, 2 Punkte, die auch fürs Aalangeln recht wichtig sind. Natürlich wollen wir den Untergrund quasi im Setup wiedergespiegelt haben. Das heißt also, wir wollen für diesen Untergrund hier ein passendes Setup zusammenbauen. Bedeutet also, ein schlammiges oder ja, Clay-lebenfarbenes Blei. Dann wollen wir für den Aal auch relativ fein und zart da reingehen. Also nicht so viel verscheuchen, sondern wirklich auch eher ein bisschen vorsichtiger sein damit. Und ja, ich sag mal, so ein 6er bis 1er Haken ist, glaube ich, ganz okay. Das geht ganz gut. Ich habe jetzt hier mal den 4er genommen und hatte das eigentlich auch für die anderen Routen vor, aber die waren auch schon so zusammengebaut, mehr oder weniger. Und da habe ich gedacht, ach komm, 1er Haken geht doch auch. Wenn, dann wollen wir ja zumindest auch den ganz großen haben. Ich habe auch einige Trophies schon gerne auf dem 1er Haken gefangen. Aber um öfters mal oder eher vielleicht mal auch einen etwas kleineren Aal mitzunehmen. Da ist doch noch was dran, ne? Da habe ich doch schon gerade eine leichte Bewegung gesehen vorne. Dann vielleicht auch lieber mal einen 4er Haken nehmen für ein bisschen mehr Frequenz. Aber ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen ruhig ein bisschen feiner rein. Da ist doch schon was dran, ja. Und dann die, auch die, ja, auch die etwas kleineren Aale ruhig mitnehmen. Hier muss ich gerade noch mal eben runterstellen. So.
und wieder raus. Also 8, 9 Meter reicht gänzlich aus. Wer es noch nicht gesehen hat, von der Position her direkt hier an der Base, also kurz raus aus dem Camp und sofort hier vorne hin. 8, 9 Meter geklippt, relativ fein, zart, Fluorocarbon-Vorfach gerne nehmen. Man kann es bestimmt auch mit dem Karpfen-Vorfachsmaterial mal probieren. Durchaus, dieses 6,8 Kilo Karpfen-Vorfachsmaterial ist bestimmt auch eine gute Idee. Und gerade wenn man hier jetzt so mit dem Fischfetzen unterwegs ist, dann Attacke Vollgas, dann geht auch hier nicht so viel Beifang, ungewünschter Beifang rein. Wenn man hier mit dem Tauwurm sich hinstellt, dann muss man natürlich ein bisschen vorsichtiger sein. Dann würde ich auch ein bisschen größer reingehen vom Setup, weil man natürlich dann die Chance hat, dass hier auch durchaus mal einen Amur oder einen Schuppenkarpfen reingeht. Die will man dann natürlich nicht auf so einem feinen Setup haben, aber im Großen und Ganzen klappt das so doch eigentlich auch gerade ganz gut. Ja, ich glaube, jetzt haben wir hier die Schläfergrundeln. Chinese Sleeper, also das reicht jetzt hier auch. Schläfergrundeln werden jetzt wahrscheinlich hier immer mehr in den Morgenstunden und den Tag über. Irgendwo hat noch was gezuppelt. Irgendeiner möchte noch. Apropos zuppeln, ich mache das auch immer mal wieder, gerade wenn man die ganze Zeit so steht. Einmal kurz Y, einfach nur klick, ganz kurz anzuppeln. Das bringt manchmal für einen Fisch, der direkt am Köder schon ist und wartet und sich nicht entscheiden kann, das bringt manchmal die Entscheidung, dass dann auf einmal der Fisch dann doch zugreift und ja, dann vielleicht doch, oder er haut ab und gibt den Köder wieder frei, dass ein neuer Fisch spawnen kann. Das ist natürlich der andere Vorteil. Also ruhig zwischendurch mal in der Nacht, wenn die ganze Zeit da nichts geht, mal so ein bisschen einen Kick geben, ganz leicht nur mit Y kurz anschlagen, dass da die Schnur nochmal gestrafft wird so ein bisschen und dann der Fisch, ja, sich schneller entscheiden kann. Also, was machen wir denn jetzt hier? Lohnt sich das Aalangeln? Die ewig gleiche Frage nach dem Lohnen des Aalangelns. Eigentlich nicht so wirklich. Man kann mal zwischendurch, wenn gerade das Wetter passend ist, und das war jetzt auch gerade für mich ausschlaggebend. Ich kam hier hin, habe gesehen, okay, Regenwetter, nicht so warm, also das war jetzt gerade ausschlaggebend, es war glaube ich gerade 15 Grad nur und Regenwetter, dann habe ich gedacht, ja komm, kann man mal auf dem Aal probieren. Wenn man ganz normale Temperaturen hat und es ist auch noch Sonnenschein und sowas, gar nicht erst hinstellen. Die Chance, dass da ein Aal reingeht, ist es super gering. Es ist sowieso schon sehr selten die Chance da, dass man einen Aal reinbeißt. Von daher ist das auch immer äußerst tricky. Und so im Großen und Ganzen, wir gucken gerade noch mal eben rein, ob sich das lohnt. Im Großen und Ganzen lohnt es sich eben auch erst ab dieser Größe von ungefähr 2 Kilo. Dann sind die vom Silber her auch ganz interessant. Und dann müsste man aber auch so 2 Stück bis 3 Stück im Idealfall fangen. Dann ist das nicht so schlecht, das Aalangeln. Ja, da doch lieber dann hier, ich habe gerade schon gesehen, Schleie ist im Café drin. Da doch lieber auf Schleie angeln. So, was haben wir jetzt hier? Nach Preisen sortiert, 42 Silber. Lockt natürlich, ne? Aber wie gesagt, äußerst selten, dass so einer reingeht. Super selten. Sehr lucky das Ganze. Aber auch die Quappe. Wenn man einen Spot hat mit Quappe, dann schon fast lieber auf Quappe gehen. Und selbst die Schläfergrundel ist mittlerweile gar nicht so schlecht. Die kleinen Dinger hier, wenn man das auf Frequenz hinkriegt. Am Moskitosee gibt es verschiedene Stellen, wo die auch noch doppelt so schwer werden. Dann macht man selbst mit den Schläfergrundeln, mit diesen einfachen kleinen Fischis, mehr Silber als mit so einem ollen Aal, der dann in einer halben Stunde einmal da reingeht. So, Kratsching, mal eben verkaufen hier das Ganze. Ich hoffe, das hat irgendwie noch geholfen und motiviert dich, ja, vielleicht doch einmal zwischendurch zu probieren, aber eben nicht Stunde um Stunde um Stunde hier auf Aal zu gehen, denn dafür ist der Fisch, wie gesagt, einfach zu selten. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, das hilft mir. Kanal abonnieren hilft noch viel mehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags immer um 19 Uhr. Petri.